Was heißt ARA, also aktive Rechnungsabgrenzung? Genauer gesagt, die Prüfungsfrage lautet jetzt, was verbirgt sich hinter diesem Posten in der Bilanz, der da auf der Aktivseite ganz unten als letzter auftaucht? Das Konto aktive Rechnungsabgrenzung umfasst alle Auszahlungen des alten Geschäftsjahres, die Aufwand des nächsten Jahres sind. Alle Auszahlungen des alten Jahres, die Aufwand des nächsten Jahres sind. Denken wir an den zugrunde liegenden Sachverhalt. Was haben wir gemacht? Wir haben am 1. Dezember 1.500 Euro Miete überwiesen. Davon waren 1.000 Euro Auszahlungen des alten Jahres, aber Aufwand des neuen Jahres. Also kurz, Auszahlung jetzt, Aufwand später. Das ist die Kurzformel. Ja? ARA bezieht sich auf eine Auszahlung, die ich jetzt schon geleistet habe, die aber Aufwand des nächsten Jahres ist. Das heißt, anders gesagt, auf der Aktivseite stehen ja die Vermögenswerte. Da steht die Tatsache, dass ich schon etwas gezahlt habe, was ich noch nicht hätte zahlen müssen als Vermögenswert. Ja, das ist jetzt für eine kurze Zeit, nämlich sozusagen für den Moment des Bilanzstichtages, ein Vermögenswert. Ich habe mehr gezahlt, als ich im alten Jahr hätte zahlen müssen. Ja?